Und dann gehen wir mal rein in den Laden. Oh, müssen wir aufbrechen. Da waren wir doch auch schon drin, ne? Sehen wir denn hier eine aktuelle Uhrzeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, wir haben doch hier eine 24-Hour-Bar. Na, was geht ab? Wieso glaubst du, ist Gras illegal, während du Fusel und Kippen an jeder Ecke kriegen kannst? Es richtet sich nur danach. Hallo? Jemand da? Kein Zutritt für Kunden in diesem Bereich. Sagt wer? Hast du was nicht? Sag. So, entschuldigt mich, ich muss gerade noch den Laden abziehen. Und dann. 33 Dollar ist ein bisschen läppisch, oder? Und verschwinden durch die Hintertür. Bringt uns bloß nichts, weil wir haben unsere Karre da vorne. Ach komm, wir klauen uns eine neue, was wird denn sein? Lagerfeuer, hier die Ecke kennen wir auch schon, da haben wir auch welche hochgenommen. Ach, vielleicht so ein schickes Cabrio. So, auf geht's. Hoppla, Entschuldigung. Okay. Dann mal ab zu Cassandra. Wir können ja sowieso momentan nichts anderes machen. Was hat die denn vor? Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie-Mafia. Nein, ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. In Ordnung. Richie erledigen. Du hast den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richie Doucette und die Dixie-Mafia aus ihrem Loch gelockt. So kommst du an Marcano ran, enttarne und übernimm seine illegalen Geschäfte und stell dich seinen Lieutenants und Capos. Nachdem du ihm all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Marcano selbst kümmern. Jetzt geh und erledige Richie Doucette und schnapp dir das Hollow. Okay. Dann schnappen wir uns mal unser Gebiet. Mein Auto ist schon wieder weg. Kann man sich nicht wie ein Maler einen tollen Pinselstrich ausdenken. Musik, komm aus dem Bauch. Du spürst. Okay, auf geht's. Heizen wir mal dahin. Im schicken Cabrio. Und übernehmen. Oh, oh, oh. Hoppla. Wir beanspruchen unser Gebiet. So, es wird langsam wieder hell, glaube ich, ne? So sieht es auf jeden Fall aus. Wo ist denn der Rummel da unten? Nice. Also es sieht doch schon schön aus. Also es beschweren sich ja wirklich viele Leute, dass die Grafik nichts wäre oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, also es sieht doch schön aus.
Ich find's nice. Oh, kann ich hier schwimmen? Oder warum steht hier alles unter Wasser? Sind da Krokodile drin? Warum steht denn hier alles unter Wasser? Was ist denn da los? Darf ich hier durchs Nass warten? Okay, einmal die Leitern hoch. Über die Dächern der Stadt. Boah, was jetzt? Ich habe nie das Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Boah. Sicher, Mann. Sicher. Komm, wir gehen lieber weiter, Streife, bevor Bobby wieder rumheult. Alles klar. Pass auf deinen Arsch auf, da unten. Kickback verfügbar. Kickback bereitet was? Was? Was war denn da eben mit dem Kickback gestanden? Das konnte ich nicht lesen, es war zu schnell. In der Richie da vorne, okay. Ich kann den doch mit einem Schuss hier eigentlich umlegen, den Typen, oder? Unten stehen zwei. Der ist zu weit weg, der ist ganz da hinten, ne? Da steht einer, da steht einer. Schade. Kann ich da runter? Ah ja. Da stehen zwei. Na, dann nehmen wir uns erstmal die zwei vor. Da. Man kann nicht so viele Nigger stinkig machen, ohne eine Reaktion zu provozieren. Das ist nur ein Nigger. Scheiß drauf. Nach dem ganzen Mist, den Richie angerichtet hat, könnten das Georgies Jungs sein. Ich glaube, ich habe ihn... Du hast gar nichts, Freund. Jetzt bist du am Arsch, Freund. Oh, shit. Shit, 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 shit. Das war so nicht geplant. Das war so eigentlich nicht geplant. Mist. Gut. Okay. Sind die denn? Vorne ist einer. Habe ich den jetzt erwischt? Scheiße. Ja, immer noch nicht. Mist. Komm her. Komm ran. Jetzt habe ich ihn. Okay. Schießt denn da jetzt noch? Ich habe keine Kugel mehr. Nein, ich weiß nicht, wo du bist. Motherfucker, Alter, vom Feinsten. Da hinten kommt doch einer. So.
Wo ist noch einer? Da hinten. Oh, auch erwischt. Haha, sauber. Aber langsam geht mir die Munition aus. Erstmal Kohle. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, und hier liegen auch eine ganze Menge Knarren. Verdammte Digger ist weg wie das Bier von gestern. Der Wichser hat mich unterschätzt. Ah, da oben läuft noch einer. Komm mal ran, du. So, den haben wir auch. Ich sehe aber sonst auch keinen mehr. Doch, da hinten. Ihr wisst doch gar nicht, wo ich bin. Ihr müsst doch erstmal herkommen. Ja, habt ihr... So. Wer schießt denn da jetzt schon wieder? Und wo? Scheiße, ich muss nachladen. Ah, da hinten rechts steht da auch noch einer. Okay. Ja, das sind die zwei. Komm du da raus? Irgendjemand muss ihn aufhalten. Mist. Ich werde deinen Arsch grillen. Okay, den haben wir auch. Warum kann ich denn die Molotow-Cocktails nicht nehmen? Ist irgendwo Molotow-Cocktails? Alter, die Lache ist ja grausam. Oh, das ist ein Medizinschrank. Den knacken wir vorerst nochmal. Komm ich denn da rein? Ich wollte nicht in diesen ganzen Mist reinschlittern. Was spielst du Spaß, das zu überleben? Also raus da mit dir, du Feigling. Sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße, verfickt. Na gut. Kommt der jetzt da raus? Oh ja, da läuft einer. Der läuft aber der drinnen. Wie komme ich denn da rein? Da läuft er da oben. Laufen hier drin? Hat der Arsch den Stripclub aufgemacht? Okay. Yeah. Okay. Shit. Bereit in irgendein Beschiss. Ah, Mist. Wir könnten uns auch wirklich einigen. Du brauchst nur zu sterben. Bleibt hinter mir, Leute. Shit, so war das nicht geplant.
Mist. Shit. Habt ihr gesucht? Hey Arschloch, hat Georgie dich geschickt? Okay. Wir dezimieren sie. Kurz Munition wechseln. Muss Schutz suchen. Hier komme ich auch nicht rüber. Shit. Gott. Bring es zu Ende, du Stück Scheiße. Okay, jetzt haben wir da hinten noch einen. Motherfucker, hat Georgie dich geschickt? Hätte ich gar nichts an, wer mich hier geschickt hat. Wo ist denn der jetzt? Ach, da steht er doch. Ich bin hier. So, schnappen wir uns den Typen. Hier rüber? Ja, hier komme ich rüber. Munition gibt's ja auch noch. Sehr schön. Hey, Motherfucker! Wir wissen, dass du hier irgendwo steckst. Echt? Komm raus, dann machen wir es kurz. Versprochen. Raus da und findet ihn. Okay. Ich will seinen Arsch persönlich häuten. Nochmal böse Buben. Gott. Wer schießt denn da? Alter. Ich sehe hier aber keinen. Okay, lass mal die mal ein bisschen ballern. Genau, durchsucht mal jeden Winkel, bis ihr mich findet.